Marion Ruppen, Abteilungsleiterin von der Insieme Tagesstätte Zwisp Napoleon. In 8 Wochen, Anfang Dezember, findest du wieder die erste Weihnachtsmärkte an. Und so ist auch der traditionelle Markt für Menschen mit Beeinträchtigung. Und da habt ihr als Tagesstätte einen Stand. Und jetzt seid ihr schon fleissig am Vorbereiten, weil es lohnt sich, der Erlös von allem Stand kriegt nämlich voll und ganz die Tagesstätte. Bei den anderen Ständen ist das nicht so. Warum bei auch? Also es ist ja so, an diesem Weihnachtsmarkt gibt es alljährlich einen Hüfostand, es gibt Verpflegung, es gibt Teilmarketing und dann haben verschiedene Institutionen haben ihren eigenen Stand und der Erlös von diesem Stand, das fließt direkt zurück zu den jeweiligen Institutionen, weil das die direkte Arbeit der Klienten ist und so dürfen wir das wieder zurückhaben, was natürlich super ist für uns. Mit wie viel Geld kann er da rechnen, plus minus? Also aus dem Stand, da variiert der Ertrag jährlich, also ein bisschen, es kommt halt auch immer auf das Wetter und alles drauf an. Da sind, kann ich die Zahlen nicht gerade so aus dem Kopf sagen, aber aus dem Erlös von dem Verpflegungsstand und so haben wir im letzten Jahr 12'000 Franken bekommen. Wie viele Leute helfen jetzt bei den Vorbereitungen für den Stand am Weihnachtsmarkt? Wie viele dürfen jetzt mitschaffen und posteln und alles im Hintergrund euch? Also hier bei uns auf der Abteilung sind 25 Klienten, die aktiv mitschaffen an diesen Vorbereitungen vom Markt. Da gibt es allerlei verschiedene Aufgaben, die sie übernehmen. Und zusätzlich sind es hier nur rund 15 Personen vom Personal, die mithelfen. Also es fließt eine Haufen Arbeit in der Markt. Das ist für uns etwas ganz Wichtiges. Und was tut ihr jetzt schon basteln? Jetzt im Moment haben wir gerade den Ertrag vom Garten, den wir fest dahinter sind. Wir bieten auch Lebensmittel am Markt anbieten. Und jetzt ist so die Zeit, wo wir das alles einmachen und verwerten können. Da sind wir jetzt gerade fest dahinter. Ja, man sieht es hier im Hintergrund schon. Hat es Konfitüre? Genau. Wir haben in diesem Jahr haben wir Trübenkonfitüre gemacht. Wir haben uns vorne vor dem Gebäude haben wir eigene Trüben. Da sind wir dahinter gesehen. Und nachher bekommen wir auch immer wieder einmal von Leuten aus der Umgebung frisches Obst, das wir verwenden dürfen. Und ein Jahr haben wir Orange- und Kürbiskonfitüre gemacht. Da haben wir, glaube ich, hier auch wieder im Repertoire. Jawohl, also. Wer entscheidet, was er verkauft? Also, wir sind eigentlich mehr oder weniger das ganze Jahr mit dem Markt beschäftigt und so quasi nach dem Markt ist vor dem Markt. Wenn der Markt vorbei ist, die wir nachher evaluieren, welche Produkte haben wir mitgenommen, was ist gut angekommen, was eher weniger. Und dann machen die Gruppe, also die Klienten und das Personal in Zusammenarbeit, machen anfangs eine Jahresplanung, wo sie schon festlegen, was wollen wir in diesem Jahr alles machen. Und ist ein Angebot ist ja, also wir sind nicht im produktiven Bereich tätig hier in der Tagesstadt. Wir haben das Karo-Geschäft von uns ist den Klienten ein Beschäftigungsangebot zu bieten. Und da sind zum Teil musische Tätigkeiten drin, euer Hüfe, Bewegung und Sport. Und ein Teil ist das kreative Handwerk. Und da planen wir eigentlich schon, planen, was wir dann Ende Jahr im Markt verkaufen wollen. Also es ist wirklich etwas, was uns während dem ganzen Jahr begleitet. Seid ihr denn auch noch an anderen Märkten vertreten? Die Tagesstadt Visp, die ist am Markt und am Weihnachtsmarkt alljährlich vertreten. Zum Beispiel die Tagesstadt in Stag, die sind jährlich am Lunzermarkt zu Kampel vertreten. Wir sind euch schon mal an einen Büromarkt gegangen, sie ergibt sich zwischendrin etwas. Aber so der Lunzermarkt und jetzt Visp der Weihnachtsmarkt, da sind wir immer dabei.